Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem IFA-Spezial. In den kommenden 6 Tagen berichten wir täglich über Trends und Innovationen der Messe. Die geht allerdings erst morgen los. Aber viele Hersteller wollen natürlich schon vorher Aufmerksamkeit erzeugen für die neuen Produkte. Und deshalb durften wir schon mal vorab einen Blick werfen. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir sind in der Halle 1.1 bei Siemens, und zwar genauer bei den Hausgeräten von Siemens. Mario Pieper steht hier neben mir, denn das Hauptthema ist Vernetzung. Was wird denn hier womit vernetzt? Eine sehr gute Frage. Zunächst mal vernetzen wir unsere Hausgeräte mit einer App, die Sie dann steuern können. Also vernetzen wir die Hausgeräte eigentlich untereinander mit Ihnen, mit Ihrem Lebensraum, mit Ihren Gefühlen, mit Ihren Gedanken und das, was Sie zu Hause vorbereiten wollen. Und wir haben eine ganze Reihe von Hausgeräten hier, die wir vernetzt zeigen können. Das fängt zum Beispiel im Backofen natürlich an, geht über die Spüler, geht über den Trockner, geht bis zum Kühlschrank und natürlich auch die Kaffeemaschine, die hinter uns ist. Und was heißt das jetzt konkret? Das heißt konkret, dass wir eine App haben, das ist die Home Connect App, mit der Sie im Prinzip Ihre Geräte steuern können. Die kann ich mir runterladen? Die können Sie sich runterladen, kostenfrei. Und Sie können dann sowohl zu Hause als auch unterwegs mit dieser App Ihre Hausgeräte steuern. Und hier sehen Sie wunderbar, ist der Backofen, die Kühl-Gefrier-Kombination, der Geschirrspüler, Trockner, Kaffeevollautomat und Waschmaschine. Und wie Sie auch sehen, vielleicht kann ich das auch nochmal zeigen, auch die Möglichkeiten hier wirklich auch komplette Kochprozesse zu begleiten, das heißt die richtigen Lebensmittel auszuwählen, Tipps und Tricks, wie Sie sozusagen besser kochen können und natürlich jede Menge Rezepte, die Sie dann am Ende des Tages auswählen und kochen. Aha. Das heißt, ich gebe jetzt ein, was ich kochen möchte oder was ich im Kühlschrank habe oder was gebe ich ein? Was mögen Sie? Also ich würde mich immer dem Thema so nähern, weil ich bin ein Freund des Essens, würde mich fragen, was möchte ich denn heute Abend gerne essen? Und die übliche Situation ist die, dass ich mich dann für Fleisch entscheide, da bin ich sehr digital. Ach, man gibt erstmal ganz grob und erstmal. Gucke dann und sehe, ja, ich habe hier die Kalbsbrust, aber ich habe zum Beispiel auch den Schweinebraten mit Honig-Thymian-Kruste. Und schaue mir dann hier, Sie sehen es, in Ruhe die Zutaten an, stelle fest, Pastinaken habe ich nicht im Haus, habe hier zum Beispiel die Möglichkeit, direkt mir das zuzusenden auf meine E-Mail-Adresse oder Ihnen zu senden, weil Sie ja gerade beim Einkaufen sind. Und Sie können mir dann sozusagen die Pastinaken mitbringen. Und wenn wir dann gemeinsam zu Hause diesen wunderbaren Schweinebraten zubereiten, dann hilft uns auch hier die App wieder. Sie sehen hier, in 7 Schritten werden wir den gesamten Backprozess bzw. den gesamten Zubereitungsprozess begleiten, sodass nichts schiefgehen kann, auch wenn wir bald zum ersten Mal diesen Schweinebraten zubereiten. Und jetzt wird es wirklich einfach. Jetzt haben Sie alles vorbereitet. Jetzt möchten Sie einfach nur den Backofen starten. Und auch das können Sie aus der App raus tun, indem Sie die Einstellwerte dann zum Ofen direkt senden, übertragen, wo ja alles vorbereitet drinsteht. Und dann geht das los. Jetzt haben wir auch noch eine Kaffeemaschine hinter uns. Richtig, richtig. Die Kaffeemaschine ist einer meiner persönlichen Favoriten. Warum? Weil da haben wir eine Playlist. Die kennen wir beide nur vom Plattenspielen und vom CDs hören. Die Playlist kann ich Ihnen auch zeigen hier. Ist eine ganz wunderbare Sache. Und zwar ermöglicht die, wenn Sie mehrere Gäste zu Hause haben, diese Gäste richtig und gut zu bedienen. Heute ist es ja so, man fragt, was möchtest du trinken? Man hört dann 4, 5 verschiedene Kaffeesorten, geht zur Maschine, hat vergessen, was wollten die nochmal trinken und wer wollte eigentlich genau was. Jetzt können wir die Playlist einfach öffnen. Also Playlist heißt in dem Fall die verschiedenen Getränke, genau. Also Kaffee. Sie sehen es hier. Wir haben die Playlist einfach öffnen, werden entsprechend die Getränke hinzufügen, wie zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel ein Latte Macchiato. Ja, den lassen wir einfach mal die Einstellung so, wie sie sind und fügen in der Playlist zu. Sagen wir Latte Macchiato für TV. So. Und würde natürlich gerne, wenn der TV schon was trinkt, natürlich auch gerne noch einen Espresso dazu trinken und bestelle den Espresso für Mario dazu. Dann gehen wir auf die Playlist. Sie sehen es, hier ist unser Latte Macchiato für das TV und der Espresso für Mario und wir spielen einfach die Playlist ab. Das heißt, in diesem Moment wird die gesamte Bestellung an unsere Kaffeevollautomaten gegeben. Sie gehen mit dem Glas, was jetzt zufällig an der Kaffeemaschine steht, zur Kaffeemaschine, sehen schon, die richtige Einstellung ist übertragen, der Latte Macchiato, Sie starten und... Jetzt konnte man auch noch die Trinktemperatur einstellen? Ja. Oder? Sie können die Temperatur noch einstellen, ob Sie es besonders heiß mögen. Möchten Sie mehr Wasser, weniger Wasser? Möchten Sie vielleicht einen Doppel-Kaffee rein haben? Also Sie haben hier alle Konfigurationsmöglichkeiten mit der App, die Sie haben. Und Sie sehen auch auf der App, vielleicht kann ich Ihnen das zeigen, dass Sie jetzt der Kaffeevollautomat arbeitet. Das heißt, man weiß und hört, es funktioniert. Es kommt Kaffee. Ja.
Aber wenn es mal nicht funktioniert? Dann holen wir uns Service natürlich, selbstverständlich. Das heißt, da gibt es, wenn ein Fehlercode angezeigt werden sollte, was natürlich üblicherweise bei unseren Maschinen nicht passiert, dann ist es so, dass sie direkt auf der App, kann ich Ihnen auch zeigen, wie das dann aussieht, ein Diagnosetool haben, das Ihnen den Fehlercode analysiert und sagt, man müsste das und das machen, reinigen vielleicht. Wenn das nichts hilft, dann haben wir einen weiteren Schritt in Nummer vom Kundenservice. Und Sie können unseren Kundenservice anrufen, der mit Ihrer Erlaubnis schaltet sich dann sozusagen auch über das Vernetzungssystem auf die Maschine und wird den Fehler weiter analysieren. Sollte der, und das ist jetzt wirklich unwahrscheinlich, auch nicht helfen können, dann wäre unser Servicetechniker sofort bei Ihnen, hat alle Informationen aus den Erstanalysen, die Sie und unser Kundendienst bereits gemacht haben. Und am Ende des Tages ist Ihnen, glaube ich, dann sehr, sehr schnell und sehr kostengünstig geholfen. Und ist das jetzt eine Innovation hier auf der Messe oder gab es das eigentlich schon? Nein, das ist eine Innovation. Das ist eine Innovation, insbesondere in dieser Konsequentheit, dass Sie hier mit Netz und doppeltem Boden wirklich nicht das Problem haben werden, dass Sie am Ende einen nicht funktionierenden Kaffeebohnenautomaten haben, sondern wir haben sozusagen für Sie mitgedacht und können sozusagen die Zubereitung, aber auch den Service für Sie unterstützen mit der vernetzten Lösung dieser App, der Home Connect App. Nun ist die App zwar kostenlos, aber die funktioniert ja wahrscheinlich nur mit bestimmten Geräten, die dann neu sind. Das funktioniert eben genau mit den Geräten, die wir jetzt auf den Markt bringen. Also hier im Fall ist jetzt die IQ 700 Kaffeemaschine. Das sind der IQ 800 Waschmaschine und Trockner. Also es gibt jeweils dann bestimmte Serien, die diese Funktion unterstützen. Wir haben natürlich auch noch, und die Nachfrage ist nach wie vor da, auch analoge Geräte. Es gibt Leute, die einfach sagen, ich möchte noch nicht in die vernetzte Welt. Und für die haben wir natürlich auch analoge Geräte. Aber wir haben für jedes Segment sozusagen jetzt eine Reihe von Geräten. Und die werden auch regelmäßig upgedatet. Das heißt, sollten sich da neue Funktionen ergeben oder neue Rezepte verfügbar sein, dann werden Sie die automatisch per Software-Update sozusagen bei sich in der App beim Öffnen gefunden werden. Gut, dann trinke ich jetzt meinen Kaffee. Ja. Und sage erst schon mal vielen Dank, Herr Pieper. Sehr gerne, hat mich gefreut. Roland Hagenbucher ist Geschäftsführer Siemens Hausgeräte. Herr Hagenbucher, Sie stellen hier unter anderem eine Waschmaschine vor, in der es ein Programm gibt, was ohne Wasser wäscht oder zumindest funktioniert. Wie geht das? Das ist richtig, eine wirkliche Weltneuheit. Wir haben eine Waschmaschine, in der wir Aktivsauerstoff erzeugen. Und Aktivsauerstoff trägt dazu bei, dass unangenehme Gerüche aus Textilien entfernt werden. Also beispielsweise für Textilien, die man nicht unbedingt waschen sollte, wie ihr schickes Ballkleid oder auch mal ein Smoking für den Herrn, den kann man eben tatsächlich in der Siemens SensorFresh Waschmaschine dann ohne Wasser wieder geruchsfrei und gut vorbereitet für die nächste Abendveranstaltung dann wieder in den Schrank hängen. Ja, eine weitere Innovation, Herr Hagenbucher, ist direkt hinter uns. Ja, das ist unser neues Induktionskochfeld Vario Induktion Plus. Das Besondere dabei ist, dass wir hier keine Kochzonen mehr vorgeben, sondern man kann große Töpfe, große Pfannen eigentlich völlig frei auf dem Kochfeld bewegen. Und ein großer Nutzen ist, dass beispielsweise die Einstellung, wenn man den Topf auf dem Kochfeld bewegt, wird die Einstellung mitgenommen, vollautomatisch. Man kann sich also wirklich voll auf das Kochen konzentrieren und muss nicht auf die Bedienung achten. Der Konsument wünscht sich heute Hausgeräte, die ihm die Arbeit möglichst schnell erledigen. Und er wünscht natürlich auch ein einfaches Bedienkonzept. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir diese Wünsche, diese Konsumentenwünsche tatsächlich auch erfüllen. Also Geschwindigkeit und einfache Bedienkonzepte sind für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben vorhin ja einen Konsumentenwunsch gehört, der da war, der Kühlschrank, der von selbst bestellt, wann irgendwas alle ist. Ja. Wie weit ist das noch Zukunftsmusik? Ich kann sagen, wir arbeiten daran. Es gibt aber den Kühlschrank jetzt mit integrierter Kamera, der vernetzt ist. Und Sie können beispielsweise, wenn Sie beim Einkaufen sind, immer noch schnell einen Blick in Ihren Kühlschrank werfen, um nochmal nachzuschauen, ob auch noch Milch und Butter und auch Eier zu Hause sind oder ob Sie möglicherweise das dann auf Ihre Einkaufsliste setzen müssen.
Das geht dann auch mit der App, die wir schon gesehen haben? Das geht mit der App. Das heißt, ganz einfach bei uns, Sie brauchen den vernetzten Kühlschrank. Sie haben WLAN zu Hause. Und dann können Sie die App kostenlos runterladen und schon können Sie sich beim Einkaufen richtig austoben. Tobias Färber ist bei mir von Acer. Welche Features, welche Innovationen gibt es denn? Es gibt eine ganze Menge dieses Jahr. Wir freuen uns natürlich, hier auf der IFA zu sein, haben hier gerade unsere Neuheiten vorgestellt. Und wir sehen halt ganz klar im Bereich Notebook und Tablets neue Trends. Das Thema Two-in-One ist riesengroß. Das sind die Geräte, die man sowohl als Tablet als auch als Notebook nutzen kann. Hier haben wir ein Gerät, 2-in-1, Windows-basierend, das man sowohl als Tablet oder eben auch wie hier als Notebook nutzen kann. Der Tablets-Modus wäre dann entsprechend so, man nimmt das Display ab, das ist hier eine magnetische Verriegelung, man braucht überhaupt keinen Knopf drücken, kann das entsprechend anstecken und hat dann ein vollständig funktionsfähiges Tablet. Kostet? Kostet ab 300 Euro, je nach Ausstattung gibt es verschiedene Varianten. Und da hat der Nutzer halt eine völlig neue Möglichkeit, Flexibilität eben auch für seine Anwendungsszenarien. Die Nutzer kennen mittlerweile Tablets, haben Smartphones in Bedienung, kennen die Touch-Bedienung. Und das ist jetzt eben auch bei so einem Notebook-ähnlichen Gerät möglich. Ab wann wird es im Handel sein? Die Geräte kommen in dieser Generation, dieser Neuerscheinung, in dieser Metallverarbeitung in den nächsten 6 Wochen in den Handel. Wir haben aber aktuell schon eine Version am Handel, die dann eben entsprechend ein bisschen drunter positioniert ist und ohne diese Metalloberfläche kommt. Die ist dann aber auch ein bisschen günstiger. Ja, Herr Färber, Sie haben was in der Hand und ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist ein klassischer PC. Bisschen kleiner, damit er platzsparend am Arbeitsplatz stehen kann und darüber hinaus sehr flexibel. Das heißt, der Nutzer kann selber entscheiden, was er neben der Basiseinheit, das ist diese in der Mitte mit dem Startknopf, noch dazu haben möchte. Hier unten ist zum Beispiel noch eine externe Grafikkarte verbaut, um mehr Grafikleistung zu haben, zum Beispiel für Video- und Fotobearbeitung. Hier oben haben wir noch eine Audioeinheit, wo man entsprechend Sound ansteuern kann, das Ganze dann eben auch als HiFi-System nutzen kann. Da sind hinten auch die entsprechenden Ausgänge dann dran. Dann haben wir hier eine Festplatte, eine zusätzliche drin, die das Gerät mit mehr Speicherplatz erweitert. Und ganz oben ist in diesem Fall noch eine Ladestation für Handys, wo man kabellos sein Smartphone drauflegen kann, was dann entsprechend darüber geladen wird. Und all diese Komponenten sind flexibel, das heißt, der Nutzer kann selber entscheiden, was möchte ich und kann sich das System sozusagen selber zusammenbauen. Die Basiseinheit ist das, was man immer braucht und kann dann entscheiden, was möchte ich haben und was macht für meinen Alltag Sinn. Und das ist unser neues Konzept, das läuft unter dem Acer Revo und wird relativ bald in den Handel kommen und wir versprechen uns davon eigentlich, dass die Kunden neben dem wenig Platz, den sie verbrauchen, halt einen sehr flexiblen PC bekommen. Für welche Bereiche könnte man sich das jetzt vorstellen? Weil normal am Büro oder so kann man ja auch durchaus eine andere Größe haben. Kann man machen. Das kann man theoretisch sich überall vorstellen, wo jetzt schon klassische PCs eingesetzt werden. Das ist natürlich auch stromsparender, weil es ein sehr kleines Gerät ist, was auch wo darauf geachtet wird, dass man da entsprechend wenig Abwärme produziert und damit auch wenig Strom braucht. Aber an sich kann man das als Windows-Gerät überall dort benutzen, wo man auch jetzt schon Windows-PC einsetzt. Ja, nach dem gebogenen Fernseher kommt jetzt der gebogene Gaming-Computer? Na, es geht hier um ein Display. Das ist wirklich ein Display, was die Grafik ausgibt für den Gamer, der vielleicht mit seinem Gaming-PC dann entsprechend am Spielen ist. Und die Gamer haben immer hochaufwendige, grafisch aufwendige Spiele und brauchen natürlich auch ein entsprechendes Display. Und gerade wenn man dichter davor sitzt, ist es nicht schlecht, wenn das Display gekrümmt ist. Und das sieht man hier entsprechend als Curved-Display. Das ist ein 35-Zoll-Gerät in der Predator-Serie. Das sind unsere Gaming-Geräte. Und das ist wirklich komplett neu und wird so für die Gamer angeboten mit 200 Hertz, Bildwiederholfrequenz, also alles das, was der wirklich Power-User da braucht. Und das ist ein völlig neuartiges Konzept und kommt bei den Spielern momentan sehr, sehr gut an. Dann haben Sie uns ja hier ein paar Geräte jetzt vorgestellt. Wo geht denn die Reise hin in den nächsten Jahren? Wir haben ja verschiedene Geräte gesehen und man muss immer gucken, was man aber sieht, wenn man sich jetzt über die Notebooks und Desktops, also alle Geräte anschaut, die CPU-basiert sind, also mit Prozessor kommen, dann ist es so, dass eigentlich der Trend ist, dass sich verschiedene Gerätekategorien oder die Kategorien mehr werden. Wir haben klassische Notebooks, wir haben Tablets von Acer, wir bieten auch klassische Desktops noch an, aber haben eben auch diese Two-in-Ones, die ich eben gezeigt habe. Und jeder Nutzer guckt halt, was ist für ihn der richtige Gerätemix, weil die meisten Nutzer haben mittlerweile schon mehr als ein Gerät und entscheiden sich dann vielleicht für zwei der vielen Möglichkeiten oder eben auch mehr. Und das ist eigentlich der Trend, dass sich immer mehr Geräteklassen entwickeln und die Geräte halt auch mobiler und kleiner werden. Das muss man auch dazu sagen. Herr Färber, vielen Dank. Bitteschön.